Unter dem Motto »Was wiegt die Zeit?« hat eine Ausstellung für das Uhrmacherhandwerk der Handwerkskammer Koblenz stattgefunden. Orientierung im Tagesablauf, wenn Zeit eine Rolle spielt. Sei es ein lästiges Wecken am Morgen, der Hinweis auf einen wichtigen Geschäftstermin oder die Verabredung zum Kino am Abend. Überall, wo Pünktlichkeit eine Rolle spielt, helfen uns Uhrmacher mit Zeitmessern in allen Größen und Formen. Zum Thema, was wiegt die Zeit? Uhren aus unterschiedlichsten Epochen. Wir zeigen Handwerkszeug des Uhrmachers, ganz detailkleine Zahnräder und winzig kleine Rubine. Und wir wollen einfach den Besuchern dieser Ausstellung Lust machen, dieses langsam aussterbende Gewerk doch nochmal in den Fokus zu nehmen. Smartwatch. Das ist wahrscheinlich die neueste Entwicklung. Aber auf der anderen Seite ist es, dass auch sehr viele junge Leute gerade diese mechanischen Armbanduhren im Zuge der Vintage-Bewegung auch wieder sehr schätzen. Und dass es gerade für diesen Bereich total zwingend notwendig ist, dass es die Menschen gibt, die diese Uhrwerke auch noch reparieren können. Die ersten Uhrmacher waren Schlosser und Schmiede. Sie waren die Pioniere der Feinmechanik. Auch nachdem Mitte des 16. Jahrhunderts Uhrmacherzünfte in Deutschland entstanden waren, hatten Schlosser das Recht, Uhren zu bauen. Die ersten Uhrmachervereinigungen finden sich 1540 in Dresden. Die Uhrmacherei zählte zunächst zu den Künsten, später zum Kunsthandwerk. Trend ist heutzutage im Hochwertbereich der Uhren auch wieder zur Handarbeit, zur Ausführung durch Uhrmachermeister. Und deshalb werden wir wohl einsehen müssen, dass die Zahl der Mitgliedsbetriebe vielleicht schrumpfen wird. Aber ich glaube nicht, dass es aussterben wird, sondern dass wir uns eher noch ein bisschen mehr spezialisieren müssen. Ist auch für unseren Grund, so eine Ausstellung zu machen, um auch unseren Handwerken, die jetzt nicht so im Fokus der Digitalisierung und der neuen Berufe stehen, Smart Home und all diese Dinge, sondern einfach auch darauf hinzuweisen, welche tollen Handwerke es in unserer Kammer oder in unserer Handwerksorganisation gibt und die es auch lohnt, weiter dafür zu kämpfen. Das Thema des Abends der Ausstellung lautete, was wiegt die Zeit? Die Frage sorgte wahrscheinlich für die ein oder andere Irritation unter den Besuchern. Was hat es mit dem Motto auf sich? Kann man denn wirklich die Zeit wiegen? Es ist ja so, man denkt, was wiegt die Zeit? Die Zeit wiegt nichts. So, aber man kann wirklich die Zeit wiegen. Und zwar ist das der akustische Abstand zwischen den einzelnen Schlägen. Damit wiegt man die Zeit. Und das habe ich in so einem Artikel gelesen und fand das irgendwie so ein schwieriger Begriff, weil wie Sie jetzt auch fragen, was wiegt die Zeit, wo kommt das eigentlich her? Aber wie gesagt, man kann die Zeit wiegen. Und das war halt eine Möglichkeit, auch Aufmerksamkeit bei den Leuten, so eine kleine Irritation. Und dann kann man Menschen vielleicht in unserer totalen Informationsgesellschaft vielleicht eher für dieses Thema interessieren. Zurzeit gibt es im Raum Koblenz lediglich einen Lehrling, der in einem Betrieb in Mayen ausgebildet wird. Der Präsident der Handwerkskammer betonte, dass es ein trauriges Zeichen sei, weil die Uhrmacherkunst Tradition habe. Dort, wo industrielle Fertigung in Großbetrieben ansteht, ist es sehr schwer, für die Handwerksbetriebe den Ton anzugeben und als Ausbildungsbetrieb stark zu sein. In früheren Zeiten sah das ganz anders aus. Uhrmachermeister Walter Friedrich Schmidt musste um seinen Traumberuf kämpfen. Ich habe immer alles sehr erkämpfen müssen, aber es war mein Wunschberuf oder Traumberuf. Und ich habe ja dann auch später noch hier in Koblenz in der Thielenschule unterrichtet, in der Berufsschule der Goldschmiede und auch in Vertretung die Uhrmacherklasse auch. Aber das habe ich nur vorübergehend machen können. Mein Geschäft in Andernach, das ich ja selbst gegründet habe, ich habe ganz alleine angefangen, hatte einen Lehrling, mit dem ich heute noch gute Verbindung habe, der ist 75. Dürfen Sie gar nicht fragen, wie alt ich bin. Aber ich habe es immer gerne gemacht und ich mache es heute noch.
Wer in den Beruf des Uhrmachers einsteigen möchte, sollte eine Leidenschaft für komplexe Mechanik haben. Geduld, eine feste Hand und ein gutes Auge fürs Detail sind wichtige Eigenschaften eines Uhrmachers. Von der kleinsten Armbanduhr bis zur größten Turmuhr schaffen Sie wertvolle technische Meisterstücke.